Frühere Profisportler haben den Aussagen des ehemaligen Handballnationalspielers Stefan Kretschmer zur fehlenden Meinungsfreiheit in Deutschland widersprochen. Natürlich kann jeder seine Meinung sagen, sagte der frühere Fußballnationalspieler Stefan Effenberg der Bild. Allerdings seien viele vorsichtiger geworden, weil sie wissen, dass das Gesagte durch digitale Medien schneller verbreitet wird. Kretschmer hatte t-online.de gesagt, dass Profisportler in Deutschland keine gesellschafts- oder regierungskritische Meinung haben dürften. Olympiasieger Fabian Hambüchen sieht keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ich habe in meiner Karriere immer genau das gesagt, was ich dachte, so der 31-Jährige. Das zeigt, dass man in diesem Land selbstverständlich seine Meinung sagen darf und es auch tun sollte. Felix Magath sieht Schieflage in Deutschland. Ex-Tennis-Profi Michael Stich urteilte, man kann keinem den Mund verbieten und jeder sollte für seine Überzeugungen einstehen. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Der frühere Bundesliga-Trainer Felix Magath dagegen sieht eine Schieflage in Deutschland. Punkt. In Zeiten von Fake News und der Macht einiger Medien ist es natürlich schwieriger geworden, mit anderen Meinungen durchzudringen, äußerte sich der 65-Jährige gegenüber der Bild.